Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Haus Flevers. Wir sind dabei, das Haus der Familie Hoffmann oder der Hoffmans zu renovieren. Wir hatten es beim letzten Mal soweit fertig. Ja, jetzt könnte man sagen, entkernt. Sprich, wir haben alle Möbel entfernt und so weiter, die es zu entfernen gab. Und ja, dann wollen wir jetzt einfach mal anfangen. Hier soll ein kleines Bad hinein. Okay, die habe ich nicht installiert. Die waren schon installiert. Interessant. Aber hier war, glaube ich, auch Kartons und so weiter standen hier schon. Dann würde ich sagen, wir beginnen einfach und fließen hier schnell das Zimmer. Wir wollen hier... Ah, hier kommt eine Badewanne drin. Interessant. Okay, das machen wir dann. Erstmal hier die... 1, 2, 3 könnte reichen. Schließen wir erstmal die Wände. So. Okay. Ne, 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 ne. Wir wollen ja hier nicht verschwinden, ne? Also wir müssen wieder gut aufpassen, dass wir hier nicht unnütz Fliesen verschwenden. Obwohl das hier reichen sollte. Wir haben sogar 5 Fliesen, hätten wir sogar über. Das ist doch schon mal gut. So, wir haben 120.000 zur Verfügung, um das Haus zu renovieren. Eieieiei. So, machen wir schnell hier diese Wanne ran. Okay. Ja gut, die steht... Ja, doch, doch, ist in Ordnung. Ja, damit kann man nehmen. Damit kann man nehmen. So, die Toilette willst du hier haben. Okay. Eine relativ simple Toilette sogar. Aber der Spülkast oder der das Handwaschbecken ist aber auch nur... Jetzt haben wir endlich mal was hier. Wupp. Wow. Aber jetzt müsste es doch eigentlich oben auch rausflutschen. Tut es nur nicht. So, und jetzt müssen wir natürlich hier wieder Wasser wegmachen. Ja. Was Gegenstände kauft? Was will er denn jetzt noch haben? Okay, eine Innentür ist verständlich. Weil... Ja, das ist klar. Ein Hängeschrank. Okay. Noch einen Schrank. Spiegel. Deswegen habe ich hier Platz gelassen. Handbuchhalter ist in Ordnung. Den hier können wir sogar hier so, würde ich ja doch hier so ranbringen. Ja. Das ist eine Lampe, die kommt natürlich hier drüber. Aber die hätte ich niemals hier angebracht. Niemals hätte ich solch eine Lampe hier angebracht. So, Zahnbürstenbecher mit 2 Zahnbürsten. Einmal Seife. Und einen Seifenspender. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Quietsche Engine, naja, gut. Quietsche Engine versteht ja wohl jeder. Die würde ich ja gerne drin haben. So. Toilettenpapier. Okay. Zahnpasta. Was ist das? Aha. Packen wir da rein. Und einen Teppich. Wobei ich hier auch gesagt hätte,
etwas größer. Guck doch mal, passt doch perfekt rein. Hopp. So. Fertig. Raum Nummer 1. Raum Nummer 2. Dann würde ich tatsächlich die bevorzugen. Weil die schon in gewisser Form mit dem Außen. Mit dem Außen so ein bisschen. Ja. Übereinstimmen, könnte man jetzt sagen. Ist halt ein anderes Muster, eine andere Farbe. Also von den Steinen her größer, gröber, würde ich sogar sagen. Aber ja. So die Wände. Wir schauen mal hier rein. Mein Großvater sagte immer, dass wir drei Dinge im Leben schätzen sollten: die Schönheit der Natur, harte Arbeit und gute Kunst. Natürlich eher die Farben und schönes, schnittiges Holz werden die Familienwerte der Hoffmanns perfekt zum Ausdruck bringen. Also eine Art Holz. Okay. Ah, ich finde aber. So Holzpaneele? Ja, komm, wir machen mal Holzpaneele. 5 Stück, ob die reichen, weiß ich nicht. Ich bezweifle es jetzt im ersten Moment mal. Warum kann man hier nicht mehr machen? So. Okay. Aber wir kommen relativ weit damit. Das ist schon mal gut. Ja, fast komplett gereicht. Also gut abgeschätzt, ne? Würde ich jetzt immer so sagen. So, Holz haben wir. Dann möchtest du ein Bett hier haben. Inspiration. Aha. Ja, hier sehen wir es. Am besten außen Holz. Repräsentiert ja so ein bisschen das Bett hier. Das könnte man auch sagen, wenn man, aber das ist halt so. Da gefällt mir nicht, dass es so unordentlich ist, sage ich so, wie es ist. Das ist im Prinzip das Gleiche. Was gibt es nur in Rosa und Dingsfarbe? Das ist ja auch doof. So, dann gibt es noch die Betten. Aber das ist doch aber ein Einzelbett, oder? Im Vergleich zu den anderen? Ja, komm, wir bauen hier das hin. Mit so. So, pop, 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 pop. Ja, und das ist jetzt nämlich das Problem. Dass die hier nicht wirklich hinpassen. Oh, doch, du passt. Aber dann perfekt in die Ecke hier. Weil. Wie gesagt, das passt nur so bedingt. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann passt das ja perfekt. So, was haben wir hier noch Schönes? Kleiderschrank. Hätte ich jetzt auch gesagt, die Farbe, weil da haben wir ja schon so. Den will ich tatsächlich sogar hier so ranbatzen. So. Und etwas zum Sitzen. Doch nicht. Eine Kommode. Warum ist denn die immer umgedreht? So. Ja, Lämmchen ist klar. Wie sieht denn das hier aus? Ah, so altertümliche Lampen. So in die Richtung, ne? Hätte ich jetzt gesagt. So.
Dann nehmen wir die auch noch dazu. Jo. Okay, was haben wir hier? Bilder. Ich finde ja, gut, sie haben mehr Blick, oder? Also brauchen wir hier nicht auch noch mehr Bild, hätte ich jetzt gesagt. Wo das natürlich auch was hat. So, jo. Okay. Auch mit so einem silbernen Dekor. Okay. Machen wir das gleiche hier hoch. Oh, was wollen wir noch? Achso, Pflanzen wollen die hier noch drin haben. Wir gucken mal, so eine Pflanze sieht doch immer schick aus, oder? Hier wird noch mehr hier haben. Okay, okay, okay. Ein Globus? Würde ich sagen, ja, doch. Globus ist in Ordnung. So, benutzen. Stadt. Ein kleiner chinesischer. Oh, das kann man aber auch unten hinpacken, würde ich sagen. Ne? Mhm. So. Teppich. Das ist wieder so eine Frage. Ich sehe dieses rote Muster und das erinnert mich einfach an den hier. So, euer Zimmer ist umgesetzt, aber ihr habt jetzt gerade mal 2500 mehr. Nicht viel. Hier, wir restaurieren deswegen erstmal was, weil... Gucken wir mal, ob wir da ein wenig mehr Geld mitmachen. Weil zahlen tun wir ja hierfür eigentlich nichts. So, würde ich jetzt zumindest mal erstmal behaupten. So, du bist immer noch nicht fertig. Wo? Ah. Ja. Es war eine dunklere Farbe. Ich würde tatsächlich... Ich nehme jetzt so einen lila Ton. So. Okay. Ja. Ah ja. So, und dann hätte ich aber eine helle europäische. Ja, genau. Das sieht doch gut aus. Nicht zu dunkel. So. Aha. Und auch hier natürlich die europäische. Hat was das europäische Buch? Ah, ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder nicht hingeguckt. Fertig. So, gab das mehr Geld? Nee, das gab nicht mehr Geld. Das ist interessant. Okay, dann sind wir jetzt hier. Was willst du haben, mein Gutsdo? Aufgabe. Raumtrenner und Bilder will er haben. Er will eine Menge Bilder haben. Aber da würde ich auch hier bei den Bildern... Gucken, dass wir die weißen, also die hellen Rahmen benutzen. So, 700 für so ein Bild. Eieieiei. Mhm. Okay. Auch ein großes Bild. Ah, da bleibt mir ja nichts anderes übrig als hier.
diese beiden Bilder hinzuhängen. So. Okay, ja, damit kann man leben, würde ich sagen. Dann haben wir hier Lichtschalter. Zwei Stück. Natürlich einmal, wenn wir reinkommen und die Treppe hochkommen. Und einmal, wenn wir rauskommen. So, dass wir hier dann auch, wenn wir Licht hätten, was wir noch nicht haben. Hier nehmen wir mal den Kronleuchter direkt. Er will hier 4 Kronleuchter drin haben. Oh, das ist aber eine Menge. So. Sind natürlich jetzt nicht perfekt symmetrisch aufgestellt, aber okay. So, das Sofa würde ich tatsächlich in Richtung nach draußen packen. Okay, oder auch nicht. Da ist ja gar kein draußen. Aber gut, ich wüsste sowieso nicht, wo ich es anders hinstellen soll. Oder? Weil vor die Bilder stellen, finde ich doof. So. Und ein Fernseher kommt ja hier nicht rein. Hier kommt ja jetzt nur noch ein Tisch rein. Und ein paar von denen hier. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Ja, so. Und dann würde ich sogar sagen, wenn man hier hochkommt, dass man direkt einmal Blümchen sieht. So. Macht das zwar ein bisschen enger den Raum, aber insgesamt bringt das natürlich dem Raum nochmal einen anderen Flair. Mit den Farben. So. Und dann hätte ich gesagt, in die Ecke noch einer. Und dann haben wir hier grüne Oase, da grüne Oase, so ein bisschen schräg, ja. Okay, sind wir auch mit dem Teil fertig. Dann haben wir diese Zimmer hier. So, fangen wir mal hier an. Wandfliesen will er hier haben. Erstmal mal den Boden, der geht immer am schnellsten, ne? Machen wir den schnellsten Fortschritt. Und dann machen wir 1, 2, 3. Das muss ausreichend sein. Ja. Das reicht ja. 3 reichen aus. Okay, perfekt. So. Was hättest du denn hier drin gerne? Du hättest gerne eine Dusche. Ich überlege gerade. Ich hätte jetzt gesagt, direkt hier in die Ecke. Also so wie es jetzt aufgebaut ist, hätte ich gesagt, erstmal in die hier. Das ist genau das Problem, was ich jetzt wieder habe. Ich weiß halt nicht, was für eine Dusche er dann haben möchte. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Damit kann ich sogar arbeiten. Dann kommt hier wahrscheinlich eine Art Raumtrenner noch mit rein. Würde ich jetzt mal annehmen. Weil das eine komplette Regendusche ist, also... So. Tür. Bauen wir schon mal die Tür ein, ne? Kluck, 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 kluck. So, sind wir nämlich schon wieder ein großes Stück weiter. Dann Wasserinstallation, Spüle. Würde ich tatsächlich hier machen. Hep, hep. Und dann kaufen wir jetzt auch eine Spüle. Ja. Aber das geht nicht. Doch jetzt. So, perfekt.
Und das ist eine Toilette. Wir machen es so wie unten. Da ist das ja genau auf der gleichen Art und Weise installiert. Und... Achso, die ist schon fertig. Da müssen wir nichts mehr installieren. Das ist ja praktisch. So ein Hängeschrank. Der kommt natürlich wieder über die Toilette. Mal schon mal hier aufmachen. Ein Spiegel. Ah, da müssten wir eine andere Farbe eigentlich nehmen. So eine bräunliche Farbe. Na, viel ist immer noch zu. Hm. Ist das so ein Braun? Nee, ist zu hell. Ist das so? Nee. So mehr, ne? In die Richtung. Ah, schon eher, aber passt auch noch nicht hundertprozentig. Dafür, dass der jetzt so hoch ist, so. Das. Okay. Hätte ich jetzt hier auch nicht mehr angebracht. Aber okay. So. Okay. Seifenspender. Was ist das? Eine Box? Ja, die können wir auch hier drauf packen. Toilettenhalterung. Oh, eine Toilettenpapier. Ein gefaltetes Handtuch kommt hier rein. Da steht noch irgendwas. So. Auch hier will er schon wieder so einen Holzschrank. Also. Hm. Toilette mit Holzrahmen. Montiert. Hä? Ach, du warst noch nicht montiert. Ups. Ich dachte, du bist fertig. Upsi. Okay. Jetzt sind wir fertig. Kein Schutz, kein Spritzschutz. Schwierig. Bodenfliesen, okay. Hell oder dunkel? Wir nehmen die hellen. Oder steht da, dass wir dunkle nehmen müssen? Nee, ne? Nee. So. Ja, nimm mal aber das weiße Laminat. 1, 2, 3. Ich gehe mit 4. So. Mal hier schon mal weiter. Jawolla. Was mich immer wieder fasziniert an dem Spiel ist, wie lange das Renovieren zum einen dauert, aber auch, dass man wirklich einfach mal so ein bisschen runterkommt. Einfach mal Ruhe hat, Ruhe findet. Das ist nicht hektisch. Ah, man hat wirklich eine Ruhe. Das finde ich herrlich immer noch. So, haben wir das auch. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen crazy aus, finde ich, aber hat was. Trotzdem. Er will ein Bett haben. Das hätte ich tatsächlich jetzt so hingebaut. Ich hoffe, die werden nicht zu groß, diese Schränke. Ah. Schwierig, schwierig, schwierig. Nachttisch. Ach, ein Nachttisch nur. Oh, ein Nachttisch. Kriegen wir aber hin. Okay. Hey, guck mal, einen Nachttisch kriegen wir da locker hin. Dann können wir dich sogar wieder ein bisschen versetzen. So. Das sieht doch hier perfekt dafür aus, oder? Hopp. Aber warum die Kanten da unten im Schrank? Verstehe ich nicht. Da kann ich doch eher mögliche Staub sammeln und so.
Ja, doch, hätte ich gesagt. Können wir erstmal hier hinpacken? Ich muss ja gucken, was wir hier noch alles haben. Spiegel haben wir hier noch. Okay. Was ist das? Ein Regal? Das Regal würde ich tatsächlich hier so hinpacken wollen, wenn wir noch einen Spiegel haben, der auch nicht klein ist. So. Eine? Kronleuchter 2. Eins. Zwei. Hell. So, Tür geht immer schnell. Haben wir auch. Was bist du? Bist du ein Teppich, ne? Teppich. Okay, aber wir haben ja schon einen weißen Hintergrund. Da würde ich jetzt einen Akzent reinbringen. Der ist zu groß. Eindeutig zu groß. Der ist doch sehr schön. Tatsächlich würde ich das so machen. Dann kann man nämlich, wenn man aufsteht, auch auf den Teppich erstmal und muss nicht in seine Latschen oder so erstmal springen. Blumen an den Wänden. Einer. Ja, ist okay. So ist okay. Dann haben wir hier noch eine Blume. Die können wir tatsächlich hier hinbringen. Weil hier kommen wir ja auch noch auf den Balkon. Der zur Straße. Oh. Schlafzimmer zur Straße raus. Gut, das ist hier nicht viel befahren, muss man dazu sagen. Ne? Das hier hinten müsste ein Wendekreis sein. Also eigentlich sollte hier nicht viel los sein. Dann sind wir jetzt mit einem Stockwerk fertig. Da gibt es nicht viel. Wir haben zwei Schlafzimmer, einen kleinen Aufenthaltsraum und dann war es das auch schon. So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind die Neuen. Wir kommen öfters. Ich hätte gesagt, wir fangen sogar mit diesem Raum hier einfach an. Wir nehmen die Fliesen. So. Ja. Wand Silber oder Weiß? Kommt denn hier rein? Was kommt hier rein? Schreibtisch. Also wird das eine Art. Ja. Was wird das? Eine Art Büro, hätte ich jetzt gesagt, ne? Blub, blub, blub. So. Wie sieht es danach raus? So, alleine was das für Helligkeit in den Raum bringt, wenn wir hier diese ganze dunkle, ja, was ist denn das, Steinvertäfelung wegmachen, überstreichen. Oh, warte mal. Sag mir nicht, die Fenster müssen noch geputzt. Nee, die müssen nicht geputzt werden. Die sind so milchig. Okay. So, die Farbe ist fertig. Dann können wir hier nämlich auch direkt die Tür einsetzen. Das sollte ja relativ. So. Oh, da sehen wir den Boden. Das ist das, was ich halt überhaupt nicht mag. Also, jetzt besser. Dann hatte ich doch noch was gesehen. Da ist ein Kronleuchter. Einer. Gab es hier einen Lichtschalter drin? Ja, gab es. Ah, okay. Ich dachte, hier gibt es keinen Lichtschalter drin. So sieht das doch, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle für heute Feierabend und machen dann beim nächsten Mal das Gebäude weiter. Wir haben ja jetzt noch zwei Stockwerke vor uns. Mal schauen, wie schnell wir da durchkommen. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.